Willkommen zurück zu Final Fantasy IX. Das ist aber ein merkwürdiges Gebäude da hinten. Was uns dort wohl erwartet. Wir werden es erleben. So ganz ist mir das auch noch nicht klar, aber sie kann doch Bestie beschwören, oder? Ja. Du meinst doch nicht etwa, er will genau wie damals bei Lili die Bestie. Oha. Ich lasse nicht zu, dass er Alkohol nur ein Haar krümmt. Gut. Und dann wird er mir ein paar Fragen beantworten müssen, wenn ich sie aus ihm rausprügeln muss. Dieser Spinner. Und siehe da, wir sind auf dem verschlossenen Kontinent. Da sind wir schon mal gewesen. Ich weiß, mit dem Chocobo, den holen wir uns jetzt gleich hier wieder. Oder? Müssen wir noch was machen? Nö, ne? Nö. Aber hier auf dieser Eisfläche gibt es ein Phantom. Und zwar, wie heißt denn, Federrochen, glaube ich. Aber ich habe nichts mehr zum Lernen. Das ist das Problem. Ja gut, bis auf das hier, aber das mache ich ja vielleicht irgendwann später. Aber, ich habe sonst nichts mehr, was ich eventuell irgendwie, gut, mit der anderen Truppe könnte ich das machen. Gut, hier ist auch noch was. Moment, was haben wir hier noch? Penicillin. Ansonsten bin ich hier mit allem komplett durch. Ja. Das lohnt sich. Doch, hier ist noch was. Momentchen. Lindern. Aha, okay. Hier noch irgendwas? Nö, ne? Nee, sieht nicht so aus. Du kannst noch Segen, Penicillin und... Ja gut, komm. Scheiß drauf. Ich mach das jetzt hier mal eben. Gucken, ob ich hier Glück habe. Direkt das Vieh treffe. Das war nix. Also weitersuchen. Irgendwo hier auf diesem Eisfeld kommt dieses Viech. Komm jetzt aber. Na komm. Dankeschön. Da ist er, der Federrochen. Ich habe wahrscheinlich jetzt schon durch die ganzen Kämpfe die Abilities gelernt, die ich euch erlernen wollte. Aber gut. Was bekommst du denn von mir? Kriege ich einen Mondsplitter? Natürlich. Das ist ja gar kein Problem. Da ist er. Zack. Danke. Bitte. Garuda schon getroffen? Nee, noch nicht. Aber da kommen wir später zu. Wunder erlernt, Segen erlernt. Sehr schön. Und Garuda bekommt jetzt den Lapis Lazuli. Habt ihr gerade gesehen, habe ich bekommen. So, ich laufe jetzt mal hier rein und mache aber kurz einen Schnitt. Momentchen bitte. So, weiter geht's. Ich habe mir... Ja, ich will nicht sagen, wieder ein neues Mikrofon besorgt, sondern ich habe noch ein richtig altes USB-Mikro gefunden, was ich jetzt gerade mal angeschlossen habe. Und ich bin jetzt gleich mal gespannt, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, ob sich das tatsächlich ein bisschen besser anhört. Werde ich mal ausprobieren. Vorteil ist natürlich, ich habe nicht mehr das ganze dieses Headset hier auf den Ohren. Und ich kann mich relativ frei bewegen. Und ja, schauen wir mal, wie sich das hier... entwickelt. Was war das? So. Wir sind ja hier stehen geblieben bei diesem komischen Gebäude hier. Und dann gehen wir einfach mal rein.
Estogazza. So. Ja. Ich glaube, dass es hier nichts für uns gibt, außer Kämpfe. Ja, fein geht aus. Gibt es hier irgendetwas, was ich gebrauchen könnte? Ich bin immer noch hier auf der Suche nach Modon, diesem Mogri. Vielleicht habe ich ihn irgendwo verpasst und ich muss das definitiv checken, bevor ich jetzt gleich hier. Also später, bevor ich später weiternehme. Irgendwie fällt wieder auf Schnauzen. Was treibt ihr hier? Das hier ist ein heiliger Boden. Ich darf also ein wenig Ruhe bitten. Scheint wohl ein beliebter Ausflugsort für euch Gesellen mit Zipfelmützen zu sein in letzter Zeit. Die vorhin hatten auch keinerlei Manieren. Was hast du da gerade gesagt? Kamen hier etwa Typen vorbei, die Vivi ähnlich sahen? Eine Dreistigkeit, mich zu duzen. Ich bin Priester an diesem höchst heiligen Ort namens Estogazza. Ich darf mir durchaus einen respektvolleren Ton erbeten haben. Seid ihr etwa Freunde dieser höchst rücksichtslosen Reisegruppe vorhin? Wo ist denn die hin? Wo ist sie denn hin, diese Reisegruppe? Und war bei denen auch ein kleines Mädchen? Es geht um das Leben einer Freundin. Wenn du was weißt, dann sag es uns. Ein Leben ist nicht mehr wert als das andere. Und am Ende kehren alle wieder zu den Sternen zurück. Ja, hör auf zu labern und sag Bescheid, Junge. Aber geht zur Insel des Lichts und beschreitet den Pfad der Seelen. Oha. Was redest du da? War bei den Schwarzmagern jetzt ein kleines Mädchen dabei oder nicht? Das Mädchen ist unsere Freundin. Und alle aus dem Dorf der Schwarzmagier waren also dabei, oder? Sag doch was. Ich habe die Szene lediglich beobachtet. Was hätte ich denn tun sollen? Außerdem kamen sie nur hier durch. Sie strömten hier in Scharen durch. Dieses Bataillon waren dann wohl eure Schwarzmagier? Mit fast apathisch sturem Blick, gingen sie schnurstracks in Richtung des Vulkans Uruk. Vulkan Uruk? Ja, er ist zwar schon seit längerem nicht mehr aktiv, aber man nennt diesen Berg Vulkan Guruk. Man sagt, dass früher das Volk der Talpaten im Inneren des Vulkans gelebt haben soll, aber das ist schon Ewigkeiten her. Seit der Eingang von irgendeinem jemanden versiegelt wurde, ist dort keiner mehr gewesen. Nun ja, jedenfalls sind sie jetzt zum Vulkan Guruk gegangen. Schön, und hatten sie nun auch ein Mädchen dabei oder nicht? Wenn du mich so fragst, ja, ein Schwarzmagier trug ein Mädchen. Das war ganz sicher Eiko, hörst du? Jetzt bloß nicht unnötig Zeit vertrödeln. Wir sollten uns sofort auf den Weg machen. Dann mal los. Aber vorher gibt es hier an der Seite einen Shop. Da können wir ganz wunderbar einkaufen. Denn hier gibt es einen ganz geilen Stock für Vivi. Und zwar den, wie heißt er denn? Achtkant? So. Ist zwar schwächer als der momentan angelegte, aber das bringt ein Vollgar, Blitzgar, Eisgar und das will ich haben. So. Hatte ich doch schon mal, ne? Und den hatte ich auch schon mal. Das habe ich angelegt. Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Oh, ich habe ja Kohle. Nehme ich mir mal. Die Kralle nehme ich mit. Die Asura-Route nehme ich auch mit. Morgenschein, ich kann euch voll klatschen. Habe ich richtig geil was zum Werfen. Wo ist ein Reif? Das habe ich. Das. Wieso habe ich das nicht angelegt? Du Heilige. Auf Null. Warte mal, ich bin noch nicht fertig. Denn ich würde gerne rauskaufen. Und zwar habe ich ja Flugstau quasi gefahren.
Wovon habe ich denn alles zwei? Ich habe zwei Detektoren. Bildsperre. Katzenkleid. Ich habe wahrscheinlich auch einen Arsch voll doppelte Accessoires. Ach, wisst ihr was? Das mache ich nächstes Mal offscreen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das passiert euch ja eh wahrscheinlich gar nicht. So, also. Der Achtkant. Da ist es. Vollgabe jetzt gehalten. Sehr schön. Gut, machen wir mal mit dem aus. Rotkäppchen. Bodyguard kann erlernt werden. Sehr schön. Aber denn das ist noch nichts zu lernen. Jetzt nichts mehr. Sehr schön. Jo, dann geht's mal weiter. Sieht ja witzig aus. Wo ist er? Oh, mein anonymer Brief. So, wie gesagt, ich hoffe, ich finde. Einschalte und euch auch dabei lasse, weil die Kämpfe hier sind ganz interessant, finde ich. Das machen wir mal an. Ja, ich gehe jetzt erstens Richtung, dass man da ist. Der Sackgasse, ich weiß. Oder? Nee, war das hier? Nee. Los, Alter. Ja. Hier einfach mal schön in Ecken suchen, gibt es relativ viele Items und Marshall-Bilder, die nicht in Kisten versteckt sind. Also hier bitte wirklich mal alles absuchen. Gibt es Aid? Gibt's nix. So, hier gibt es wenigstens dieses Goldkäppchen. Mit dem Goldkäppchen können zumindest erstmal Sidan und ich glaube Mahagon auch immer regenerieren. Das ist halt wirklich wichtig, wenn man keine Highlander-Truppe hat. Ja. So, rechts geht's weiter. Was war das denn? Oh, ich brauche noch einen, verdammt. Oh, scheiße. Oh, das ist aber jetzt ärgerlich. Oh, das ist mir aber auch.
an, oder? Aha. Das Ding hat mich gehört. Aber es wird sofort wieder abgelegt, wenn ich das gelernt habe, was dahinter steckt, weil ich will keine Waffe mit Element haben. Ich habe eben gesehen, klappt halt nicht immer. So, jetzt müssen wir hier... runter. Erstmal links lang. Nee, dann nicht. Dann nicht erschrecken jetzt. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gespielt habe, dann kam diese... Ich habe mich so erschrocken. Das war... Boah. Das war nicht schön. Das Ganze ist schon geil. Okay, gefällt mir so. Oh, so stark wie eins. Achso, ich habe ja auch die andere Kralle an. Ja, stimmt, deswegen. Ah. Ich dachte, warum ist das so schwach? So, jetzt habe ich ein Level gelernt. Vielleicht kann ich jetzt im Regener machen. Nee, immer noch nicht. Schade, dann muss ich noch ein Level warten. Nicht so tragisch. Nix hier, dankeschön. Was ist noch was? Na gut. Ach du Scheiße, was bist du denn? Müssen wir noch in das rechte Haus. Doch, hier ist es nicht. Da ist der Moran. Mach die für dich. Noch was? Oh, Scheiße. So, aus. Kann doch nur sein. Immer aber noch auf der Suche nach erster Mogli, Moran, Moran. Als ich den Schalter dreimal bediente, tat sich etwas.
Und damit ist dieser Schalter hier vorne gemeint. Dieser hier. Ich glaube, hier gibt es noch eine Frage zu. Ja. Wir wollen ja alles machen, nicht wahr? Oh, das war hier. Soweit ich weiß, muss man den Schalter zweimal nach unten legen. Ein, dreimal. Was gibt's hier? Ein Gaia-Kittel. Okay. Hat sich der Weg also halbwegs gelohnt. Erschrecken. Jetzt kommen zwei von den Viechern. Erfahrungspunkte. Zwei Stück. 11.000. Und ich krieg 10.000 Gil und ein Data. Das ist doch mega. So. Zack. Und jetzt geht's ab. Aber dann mach ich mal kurz heilen und speichern und wie auch immer. Ne, speichern kann ich nicht. Ist das, um wirklich vollkommen geheilt zu werden, braucht ihr zwei Zelte. Ich weiß nicht warum, aber gut. So. Jetzt müssen wir uns nochmal auf diese diesen Aushänger eben konzentrieren. Wir müssen das Ding dreimal nach hinten. Wait.
offen bin. Sehr schön. Immer Regener wurde gelernt. Bedeutet, ich darf, man kann das Ding jetzt abnehmen. Und sie mir geben. So, kannst du es, wenn ich es jetzt... Im Original. Sehr schön. So. Drei Potions habe ich auch. Verdammt viele. Sehr schön. Das da unten ist Aiko. Auch Kuya und die Schwarzmerger aus dem Dorf sind alle da. Ist das so etwas wie ein Extraktionskreis? Bestia, die er die Wunde. Achso, wollte ich vorlesen. Gut. Wir alle können dich verstehen, also überlass es einfach uns. Okay. Auf geht's. Eigenartig. Höchst eigenartig. Schon wieder ein Fehlschlag. Hast du vielleicht was falsch gemacht? Ich habe nichts falsch gemacht. Wenn dann du. Halt die Klappe, seid so gut. Na, jetzt wird die Schwucht aber böse. So, und ich habe jetzt immer noch nicht kapiert, wofür dieser Typ diesen Uruk-Stein braucht. Aber... ja, keine Ahnung. Hm? Kupo. Wo kommt das denn her? Okay. Mal gucken, wie diese beiden kleinen Spinner. Sprich den Terra-Homing-Spruch.
wollte in der Nähe sein, deswegen verliebt mir das Aussehen vom Mogen. Aber sei unbesorgt, ich werde dir immer Schutz gewähren. Eiko, bist du okay? Eiko geht's gut. Mogo hat Eiko beschützt. Das wusste ich nicht, dass Mogo eine Bestie war. Sie nahm die Gestalt eines Mogels an und hat Eiko die ganze Zeit beschützt. Ich dachte immer, Mogo sei ein kleiner, hilfloser Angsthase. Aber sie hat Eiko beschützt und für Eiko gekämpft. Wer hätte das gedacht? Schleife. Popo. Mogo wird immer bei dir sein. Ich weiß. Das fasse ich. Hat die Seele dieses Mogels eigentlich eine Trance durchgemacht? Situationen, gegen die sich jedes einzelne Haar des Körpers sträubt, ein emotionaler Ausbruch, wirft einen dies etwa in den Zustand der Trance? Wenn man also mit dem Rücken an der Wand steht, nur noch der Wille zu überleben, das ganze Denken beherrscht, oder man das Bedürfnis verspürt, andere zu beschützen. Was Phase zu lassen, einen Wirren beschützt. Heißt das also, wenn die Stärke der Seele allen anderen Seelen überlegen ist, soll man diese nehmen, selbst wenn es Fremde ist? Nein, warte. Ja, es gibt sie tatsächlich. Hahaha. Was hast du da eigentlich genau vor? Euch Narren brauche ich nicht. Miki, pass auf. Ich denke, die Zwillinge reichen, euch zu besiegen. Naja, es sind nicht mehr ganz die Alten, aber... Das ist ein Schwarzwald aus meinem Dorf. Bibi, nicht. Allein ist es zu gefährlich. Sieh dann, irgendwas stimmt hier nicht. Ich dachte, die wären tot. Tja, sind sie wohl nicht, würde ich sagen. Aua, was ist das für ein Ding? Ach du Scheiße, das ist ja witzig. Gut. Dieses Ding zaubert sehr gerne. Da ist es eben da. Und damit. Komplett von Vakzin. Bedeutet es halt, dass ich keine Erfahrungspunkte, auch keine Ability-Punkte kriege. Gut. Theoretisch könnte ich darauf verzichten, weil das Ding bringt, glaube ich, nur 12 oder 13. Aber ich will es nicht. Ich weiß gar nicht. Na egal. Also das Ding hat, glaube ich, so um 12.000, 13.000, 14.000 oder so. Ich werde ihm jetzt nochmal versuchen, alles zu klauen. Den Rest ist bei erledige ich nochmal Agonia. Jetzt hat er den Scheiß dazu geschafft. Ich kann hier und da nicht mehr. Kann ich das Ding nicht irgendwie. Warte mal.
das stimmt. So, bitte klauen. Bio ist mir egal. Goldkäppchen geklaut. So, ist das für mich? Ja, das ist vor, nicht? Damit sind Son und Son Geschichte. Die beiden gehen uns nicht mehr auf die Eier. Ah, 11 Plus, okay. Und 2 Vakzinen. Wo ist Kuya? Ist er etwa abgehauen? Nee. Sie folgten ihm alle, obwohl ihm irgendwo nur klar war, dass er sie nur benutzen würde. Und dann sagte er ihnen, selbst wenn er wollte, er könne ihre Lebensspanne nicht verlängern. Was bildet sich dieser Mistkerl eigentlich ein? Entschuldige. Wir waren solche Narren. Ihr könnt nichts dafür. Wo sind denn die anderen Schwarzmagier? Alle am Boden zerstört, sie sind dort drüben. Sidan, was soll ich ihnen denn in so einer Situation nur sagen? Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist einfach nur bei ihnen zu sein. Jemand? Willkommen zurück zu Final Fantasy 9 und wer mag diese Frau wohl sein? Wer seid ihr? Wo ist Kuya?
Der hat sich aus dem Staub gemacht. Habt ihr ihn vertrieben? Ich danke euch. Ihr seid doch Prinzessin Garnet, oder? Ja, für wahr, ihr seid es. Das ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre, seit ich das letzte Mal gesehen habe. Ihr seid groß geworden seitdem. Aber warum seid ihr eigentlich hier? Wer ist diese Frau? Kennt ihr euch etwa? Meine Paladins geliebte Frau. Endlich habe ich dich wieder. Ich kann mich nicht erinnern, mit einem Frosch verheiratet zu sein. Ich bin es doch, Ben Sith. Dieser Bart. Du bist es wirklich. Hilda, ich will, dass du wieder mit mir ins Schloss zurückkehrst. Und vielleicht könntest du mich ja dann wieder zurückverwandeln. Dein geliebtes Luftschiff hat früher aber auch Wunde genommen. Ganz egal, solange es dir gut geht, was kümmert mich da das Schiff? Oh shit, das ist jetzt mal ganz schön da. Schönes Bett, ein paar Bücher. Ist doch ganz nett. Vielleicht ein bisschen kalt, aber naja gut. Kennst du etwa Kuya? Aiko hasst Kuya. Wenn du was weißt, dann sag es uns bitte. Schön. Wenn wir wieder in Lindblum sind, dann werde ich euch alles sagen, was ich weiß. Okay. Und zack, da sind sie schon. Das ging ja fix. Hat Kuya dich auch nicht angefasst? Seine Taten kann man zwar nicht verzeihen, aber er scheint zumindest ein Gentleman zu sein. Auch wenn er wie ein Wasserfall redet. Was soll das heißen? Nicht, dass ich ihm nur auch eine Frage gestellt hätte, aber er hat einfach von sich aus geredet und geredet. Es war teilweise wirklich anstrengend, ihm zuzuhören. Aber die Dinge, die er sagte, waren furchteinflößend. Zum Beispiel? Er schwärmte davon, dass er nicht von dieser Welt sei und sie nur benutze, um grenzenlose Macht zu erhalten. Und dazu benötige er die Hildegard 1. Ich werde sie dann und die anderen überall dies unterrichten müssen. Zumindest galt seine Aufmerksamkeit nicht in erster Linie mir. Er schien mir wie ein wahrer Narzisst, der sich über alles liebt. Aber wenigstens niemand, der einen Seitensprung wagt. Das kam jetzt unerwartet und hart. Tja, Jung, wenn du fremd fixern ist, also was das betrifft, so bereue ich es wirklich. Gerade deswegen nahm ich all die Gefahren auf mich, um dich zu retten. Lügen haben kurze Schenkel. Du bist doch sicherlich nur gekommen, um die Hildegard 1 zurückzuholen. Das stimmt nicht. Du stehst immer an erster Stelle. Ich möchte wieder ein Mensch sein. Ich habe von dem Gequark und Gezirpe genug. Verzeih mir bitte, ich werde nie wieder untreu sein. Kann ich deinen Worten wirklich vertrauen? Ich schwöre es, du bist die Einzige für mich. Nun gut. Dann will ich dir glauben und die Verwünschung rückgängig machen. Aber das nächste Mal wirst du mir nicht als Jugzirpe davonkommen. Ich weiß. Vielleicht sollte ich dich dann in eine Igelquappe. Alles nur nicht das, aber jetzt mach bitte schnell. Schon gut, schon gut. Ja, da schau her. Endlich wieder ein Mensch. Jetzt kann ich mich endlich an den Bau der Hildegard 3 machen. Zirp. Ups. Ist wohl die Macht der Gewohnheit. Verzeih mir, Hilda. Oh, wie schön.